Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Forza Horizon 4. Wir spielen mal wieder ein selbst erstelltes Rennen. Was ist los? Das wollte ich noch nicht unbedingt. Wir spielen ein selbst erstelltes Rennen. Ich kann es hier mal so grob zeigen auf der Karte. Ist ein Flag-to-Flag-Race. Einmal quer über die halbe Karte. Vorrangig halt, ist halt alles Asphalt. Und als Fahrzeug haben wir den F40 Competizione. Der ganz schön gut hier vorne. Lambo-Fahrer. Oh, oh, komm schon. Hui, hui! Oh, Alter, du musst mich hier nicht anschieben. Ja, ist ein Flag-to-Flag-Race. Alles Asphalt. In der X-Klasse. Und die KI fliegt mal wieder ab. Ich denke mal, so Fahrzeit sind 14 bis 15 Minuten. Je nachdem, wie viel Vollgas ich mit dem Ferrari fahren kann. Ich habe die Strecke jetzt nur mit dem Ferrari im S2-Tuning abgefahren. Jetzt ist der auf die X-Klasse getunt. Hat so um die 888 kW. Hört man ja den fetten Turbo von ihm. Er brüllt vor sich in der F40. Ja,
Ja, da ich nur das Scooter immer noch nicht freigeschalten habe, habe ich mir gedacht, Mensch, man kann sich ja mal ein eigenes Asphalt daran erstellen. Kleiner Werbungstrumpf ist, wo ich so zum Ziel wollte, den Zielpunkt zu setzen, sagte mir das Spiel, gut, deine Kilometer sind voll. Obwohl ich noch so ungefähr 20 Kilometer frei hatte, eigentlich. Der hat etwas mehr an Geschwindigkeit und an Leistung, würde ich mal sagen. So minimal mehr. So richtig minimal mehr. Und wir fliegen mit den ganzen Profilen über die Umgebahn. Also die Straßen sind nicht unbedingt ideal für den Aufbau. Das ist wirklich ein reines Arbeiten. Und schön, dass mich der Pagani von hinten rausschiebt. Ich würde sagen, beide haben den Wegpunkt verpasst. Aber der MC-12 hat den Wegpunkt verpasst. Thank you.
bekloppt in ihren italienischen Zylindern. Schön, dass du kurz dieselben Probleme haben wie eigentlich normale Spieler. Hier bei hoher Geschwindigkeit die Konzentration zu halten. Fang dich doch mal, Auto. Sieht doch. Das war, glaube ich, eine Maus. Oh, Sechster sogar geworden, hat aber einen Zielpunkt verpasst. Ja, 14 Minuten geht doch besser. Oh, es gibt gut Geld. Reicht nicht für ein Level, ach Scheiße. Drei Level fehlen noch bis zu Goliath, meines Wissens nach. Und wir kriegen da irgendwelche Klamotten. Oder ein Bootkrübel, toll. Ja, ich würde sagen, mit
Tja, ich würde sagen, wir begeben uns zur nächsten Story, damit wir in der nächsten Folge die Story wieder anfangen können. Gut, von hinten sieht man nichts. Gerade auf meinen Auspuff, Leute, könnte ich nicht mal verpissen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Oh, noch auf Schotter mit dem Ding. Ach, weird. Ja, und da sind wir. Wie gesagt, Tesla Racer, Folge 1 bis 5, machen wir in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Rennen.